Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathut, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, improvisieren, so heißt diese Folge. Ich werde euch gleich mal erzählen, warum ich so ein bisschen improvisieren muss, denn ich wollte eigentlich heute das Event mit euch spielen, das neue Event, was ja kam, für den einen Bildertrank, glaube ich, ist es, mit den Loons und was ich ja nicht wirklich kann. Also ich kann nicht wirklich gut Luft angreifen. Mal sehen, wie sich der Kollege hier schlägt. Denn das ist nicht der von mir. Ich habe ihm ja ganz nett was angeboten. 500.000, 500.000, 3.000 Dunkles oder etwas mehr als 3.000 Dunkles. Und mal sehen, wie er sich hier denn geschlagen hat gegen mein Rathaus. Also er hat zumindest, glaube ich, einen Pokal mitgenommen oder so. 41% hat er schon. Mal sehen, wie weit das jetzt noch geht. Und dann kommen wir auch gleich sicherlich dazu, dass ich ein bisschen improvisieren muss, weil ich jetzt einen extrem langen Cooldown auf meine Helden habe und eigentlich, ich kann nichts aus diesem Rathaus zeigen. Ich muss dringend mit den Pokalen wieder ein bisschen tiefer gehen, dass wir hier mal wieder ein bisschen mehr vom Toto sehen. Vom Toto sehen, Taktiken, Farmen, was auch immer, denn im Moment dauert die Gegnersuche einfach so lange und dann ist so eine YouTube-Folge hier mit dem Toto, die dauert 5 Stunden, 3 Angriffe, ein bisschen aufnehmen. Ja, das ist grauenhaft. 66%, mal sehen. Oh, er hat meinen dunklen Pott auf jeden Fall stehen lassen. Das ist ganz gut. Mit den Rest der Ressourcen konnte er sich ruhig nehmen. Ist nicht so schlimm. Also die Base hier, falls sich die jemand irgendwann mal kopiert hat, das ist immer noch meine erste Rathaus 11er Base. Die habe ich einfach übernommen bei 12. Ich habe immer noch keine Farmbase. Aber 70% hat er gemacht, 16 Pokale verloren. Ist nicht so schlimm, ich bin sowieso in meinen Pokalen relativ, was heißt hoch, ich habe meinen Pokalrekord die Tage schon mal leicht gebrochen mit 5.235 Punkten, ja. Leider pennen meine Helden jetzt, aber ist nicht schlimm, wir improvisieren diese Folge hier, wir gucken erstmal hier in die CS-Games rein, in die Clan-Spiele rein und ich glaube, ich habe so ziemlich das, was ich eigentlich... Ich will nicht sagen wollte, aber was ich nicht kannte. Ich kann im Moment überhaupt keinen Trank nehmen, was Schub angeht. Schub lohnt sich hier nicht. Also wir gucken mal, was wir genommen haben. Muss mal sehen. Ich glaube, ich nehme die Gems hier. Ich nehme das einfach, was frei ist. Wir nehmen die Gems, wir nehmen die beiden Bilder-Potions mit. Ich nehme den Trank mit. Ja, den Trank nehme ich eigentlich mit und Gold. Gold oder Elex-Rune. Ah, die Gold-Rune ist schon nett. Aber ich glaube, ich entscheide mich doch für die Elex-Rune, denn Gold kann man ein bisschen besser nachfarmen als Elex. Denn Elex lässt sich etwas schwieriger farmen, weil du ja immer wieder ein bisschen Elex hier verbrauchst. Außer du farmst mit dunklen Truppen, das mache ich im Moment nicht. Also nehmen wir uns die Elex-Rune erstmal und dann gucken wir mal, was wir in meiner kaputten Base denn noch so machen können. Wir können erstmal alles aufsammeln und ihr seht das hier, ich habe endlich meine letzte Defense auf Max RH11 gezogen, also jetzt passen die hier endlich mal super rein, aber ich glaube, wir lassen den damals stehen, wo er war, denn die stand ja hier unten irgendwo, ich glaube, hier stand sie, oder der, hier stand der Tesla, und jetzt gucken wir mal, was wir überhaupt machen können. Wir haben einen Bauarbeiter frei, das ist natürlich nicht schlecht, und es wäre ganz nett, wenn genau dieser Tesla hier einfach mal weitergehen würde. Das ist ein Schnäppchen, 14 Tage, 10 auf Upgrade auf Level 10 und ich würde sagen, das ist ein Schnäppchen. Das können wir in jedem Fall machen. Allerdings muss ich eben überlegen, wie wollte ich es denn in dieser Folge machen? Ja, ich wollte erstmal das Luftschiff hier fertig machen auf Level 3. Das machen wir auch mit dem Truppenbuch. Ich habe vorher mal gefragt, ist es das Truppenbuch oder ist es doch eher der Hammer? Nein, es ist das Truppenbuch. Wir nehmen hier die 1011 Pokis mit, das heißt also mein Profil wird jetzt schon, da ist es, wird jetzt schon ein bisschen netter, also hier unten von den Maschinen mache ich mich schon mal ganz unabhängig. Ich kann mir jetzt immer selber eine Max-Maschine mitnehmen und muss nicht warten, bis irgendeiner mal aus dem Clan hier online ist, aber wir wollen natürlich auch was anstarten. Ich hatte mir überlegt, dass ich den Friesauber hier mache auf Level 7. Der braucht nämlich nur 11 Tage, 12 Stunden, also ein bisschen weniger, braucht auch nur 11 Millionen. Den nehmen wir in jedem Fall mal mit, beziehungsweise den bilden wir aus. Dann haben wir auch schon mal unser Elex so ein bisschen verbraucht. Jetzt gucken wir mal, was wir in der Treasury haben. Die ist nämlich ganz
Ah, die ist ganz gut befüllt. Wir haben jetzt noch drei. Okay, wir haben noch knapp 4 Millionen Elixier und wir haben aber die 10 Millionen an Gold. Ja, das passt. Das passt. Den nehmen wir in jedem Fall mit, aber vorher bauen wir mal die Gamebox hier ab. So, da ist die Gamebox schon mal unsere. Das habe ich eben mal so ein bisschen vorgespult. Denn ist ja super langweilig, hier eine Gamebox abzubauen. Die anderen Büschel und Bäume, die kann ich erstmal so lassen. Aber ich nutze natürlich immer mal wieder so ein bisschen was, um hier zu pushen. Wir gucken mal. Also wirklich, sie sind mir eigentlich ans Herz gewachsen. Aber hier oben in Legende kann ich die nicht gebrauchen. Denn bei der langen Suche und den Angriffen sind meine Helden und meine Truppen dann ganz, ganz locker fertig. Also nutzen wir den nächsten Bauarbeiter und bringen hier unseren ersten Tesla auf Max Level, also auf Level 10. 14 Tage kann er laufen, denn der nächste Bauarbeiter ist schon morgen wieder fertig, beziehungsweise ja, knapp übermorgen mit meiner ersten Luftabwehr. Und Baracken brauchen noch 6 Tage, 8 Stunden. Seid mal ehrlich, die laufen nicht 12 Tage, die laufen 120 Tage, habe ich das Gefühl. Aber es ist meine letzte Baracke und dann kann ich die großen Drachen, also die E-Drachen, wirklich, wirklich schneller machen. Und ich habe die Rune des Elixiers nicht umsonst genommen. Mal sehen, ob wir uns die nicht auf Level 3 bringen können mit einem Schlag. Schauen wir mal. Aber ich kann jetzt mit dem hier nicht wirklich fahren. Meine Helden pennen. Und dann würde ich sagen, wir switchen mal auf einen Rathaus 9er und da gucken wir mal, ob wir da improvisieren konnten. Okay, wir schauen mal rein. Also Maxed Out Base hier und ich habe so ein bisschen was aus unserem Event mitgenommen, nämlich von unserem starken RH9er. Ich habe tatsächlich mal exakt die gleiche Truppe ausgebildet, die er hatte, ohne zu üben. Beziehungsweise ich habe damit schon einmal angegriffen, aber ach, du weißt ja nicht, wie die Truppen laufen. Aber seht selber, wie ich hier improvisiert habe, ohne diese Taktik hier großartig geübt zu haben. Und mit den Max-Helden, also für Rathaus 9 hier 30er King, 30er Queen, wollte ich dem Kollegen das einfach mal nachmachen. Das müsst ihr einfach mal probieren, denn die meinen Stream gesehen haben oder auch die Videos gesehen haben, ah nee, da habe ich den Neuner glaube ich nicht gezeigt, da müsst ihr schon die Streams gucken. Es ist eine Hammer-Taktik, finde ich einfach mal so. Und wenn man die so ein bisschen sich beherzt und ein bisschen macht, dann ja, funktioniert das. Meine Mauerbrecher funktionieren auch endlich wieder. Denn ich habe ja, ihr habt gesehen, 9 Stück dabei. Das funktioniert aber sehr, sehr gut. Also ich werde hier in jedem Fall mit meiner Queen in diese Base kommen. X-Bogen geht noch down. Hier unten geht der King in der Hoffnung, dass er die Luftabwehr, diese nämlich noch schafft. Das wäre ganz schön. Die Queen, ja, ich glaube, die kommt ganz schön weit. Die schafft noch den Feger, glaube ich, auch noch. Erstmal das Rathaus mitnehmen. Also erstmal nur mit dem ganz, ganz kleinen Killsquad hier schon recht viel schaffen. Ah, die Luftabwehr war mir jetzt nicht mehr ganz so gönnt. Ich habe jetzt drei Luftabwehren hier und die überschneiden sich so ein ganz kleines bisschen. War aber, glaube ich, nicht so schlimm. Und deswegen bin ich hier mit beiden Hunden auf die erste Luftabwehr gegangen. Das Ganze dann hart unterstützt hier mit den Zaubern. Außen auch noch einen Zauber gesetzt. Und tatsächlich habe ich schon so an dieser Stelle gesagt, oh, Toto, das ist eine nette Taktik. Ohne die jetzt großartig geübt zu haben. Einfach mal nachgemacht aus dem Event-Clan, denn dort gab es ja ein Rathaus 9, aber ihr seht das hier, zwei Troll-Tesla da, haha, zwei Troll-Tesla da, naja. Sag mal dahingestellt, bei der Masse an Loons und noch einen lebenden Lava-Hund, macht das keinen Sinn. Macht das nicht wirklich Sinn, die hier auf die Ecken zu stellen oder auf die Seiten zu stellen, denn ihr seht das, die Tesla schaffen nicht mal. Die schaffen den Lava-Hund nicht mal. Das sind meine Loons, auch wenn die total langsam sind. Sowas von super schnell. Und ihr seht das hier. Es ist eine super Masse über. Rest ist Cleanup mit Lakaien noch mit ein oder zwei, drei Bogenschützen. Queen immer noch in Heilung und voll dabei. Also kein Thema hier. So eine Base solltet ihr mal üben. Kann ich euch nur empfehlen. Geht auch in etwas kleineren Bereichen. Allerdings muss dann der Queenbox schon ein bisschen besser sein. Okay, und ich hatte ja gesagt, hopp oder top, beziehungsweise wir improvisieren so ein bisschen. Und ich will heute mal mit meinem Rathaus 10er, ihr seht den Avatar hier, noch so ein bisschen improvisieren für diese Folge. Wir greifen nämlich mal heute ein Rathaus 12 an. Wir greifen heute mal ein Rathaus 12 an. Den hier habe ich mir gefleckt.
Ich muss jetzt noch ein bisschen nach unten schauen, weil hier ist mein Tablet. Sonst gucke ich oder nehme ich sehr, sehr häufig hier am PC auf, beziehungsweise gucke nach vorne. Jetzt muss ich auch ein bisschen nach unten gucken. Und ja, der hat jetzt nicht so gute Defense. Mal sehen, ob wir den irgendwie packen. Ich habe eine Karre dabei, ich habe viel, viel Luft dabei. Ihr seht meine Armee. Wir haben vier Speed-Zauber, wir haben drei Wut-Zauber, wir haben die Karre, wir haben ein paar Bowler, ein paar Magier, zwei Hunde und 22 Loons. Das muss mir irgendwie gelingen auf diese Base. Ich improvisiere jetzt mal für euch mit dem Rathaus 10er hier. Also wir gucken mal, ob wir hier so ein 12er irgendwie machen können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Mal sehen. Die Karre habe ich gedacht, schicke ich hier über diese Ecke hier, beziehungsweise wir nehmen noch einen Golem mit. Der kann ja nicht schaden, so ein Golem. Und ich denke mal, meine Bowler werden jetzt nicht großartig verkehrt rennen. King und Queen dahinter. Hier nehmen wir noch einen Magier mit. Und dann gucken wir mal, dass wir wenigstens so ein bisschen zur Clanburg kommen oder Richtung Clanburg kommen. Denn die Queen muss erstmal weg. Und wir schauen mal, dass wir uns die Clanburg hier in jedem Fall locken können. Das gelingt uns gar nicht mal so schlecht, würde ich mal so sagen. Und wir nehmen hier ruhig schon mal unseren King so ein bisschen in Wut. Und jetzt muss ich allerdings so ein bisschen schon mal anfangen, mit meinen Loons hier reinzukommen und mit meinen Hunden. Also die zünden wir nochmal und dann ziehen wir die hier jetzt mal durch. So, einmal die Hunde hier richtig weit reingeschickt. So ein bisschen mit Eilzaubern jetzt unterstützt. Und dann nehmen wir hier noch den Rest. Mal sehen, wie die hier reinkommen können. So, da sind noch ein paar, da sind noch ein paar. Oh, wir haben ein kleines Problem. Eieiei, hopp oder top. Ja, Toto, hopp oder top. Alles klar, wir haben ein kleines Problem hier. Ah, die doofen Pfeilen. Ich mache auch nichts richtig. Ich mache nichts richtig. Es wird nicht mal ein Stern. Obwohl mein Killsquad echt gut durchgegangen ist, habe ich diesen Angriff luftmäßig ziemlich in die Binsen gesetzt. Ich glaube, das übe ich nochmal, oder? Ja, ich werde das nochmal üben. Ja, wir haben den Trostbonus mitgenommen. Das ist nicht schlecht, ich werde noch mal üben. Wir haben ja reichlich Angriffe. Sonst würde ich sowas hier nicht machen. Also netter Scout auf diese Base hier. Ist mir schon mal gut gelungen. Und wir stehen aber noch ganz gut im Clankrieg hier. Ich habe es einfach mal probiert auf diese Low Base. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen täuschen lassen. Aber eigentlich ging mein Killsquad jetzt gerade ganz, ganz gut durch. Ich hole mal tief Luft, also vielleicht ist es doch nicht so gut, ein bisschen zu viel zu riskieren oder zu improvisieren. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem, trotz des leichten Fails hier von 10 auf 12 ganz gut gefallen. Ich werde das optimieren, ich werde es versprechen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.